Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich glaube, so wie es mir geht, geht es vielen. Nach über 2 Wochen ist es jetzt schon echt mega anstrengend. Die Laune, die Energie, das ist alles extrem abgeflacht. Und deswegen möchte ich heute einen Selbstversuch machen. Ich habe hier schon eine Weile dieses Buch hier rumliegen. Kopf hoch, das kleine Überlebensbuch. Soforthilfe bei Stress, Ärger und anderen Durchhängern, was ja gerade eigentlich ja, Dauerzustand ist und zum absoluten Alltag gehört. Und hier sind 12 Übungen drin, so ganz kleine Sachen, die meistens nur wenige Sekunden dauern, die man halt so machen kann, um seine Laune zu verbessern, um gegen Stress und Ärger vorzugehen. Und ich habe mir jetzt überlegt, also das sind hier übrigens diese 12 Übungen, da es halt 12 Stück sind, möchte ich einen Tag lang von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends stündlich, also immer zur vollen Stunde, eine dieser Übungen machen und will dann mal gucken, was das mit mir macht, wie ich das so finde und kann euch dadurch dann halt auch am Ende des Tages sagen, ob sich das Buch tatsächlich lohnt, wie die Übungen so sind und wie es mir so geht. Also Zustand jetzt um kurz vor 8 Uhr morgens ist, ich bin jetzt eigentlich schon total müde und ausgelaugt und habe auf nichts mehr Lust. Und da ist noch gar nichts passiert. Ich werde jetzt gleich mit der ersten Übung mit diesem Kopf hoch starten und ende dann quasi heute Abend um 20 Uhr mit breitbeinig sitzen und werde immer mal zwischendurch die Kamera rausholen und euch erzählen, wie es so läuft und was es so vielleicht mit mir macht. Und ich hoffe, dass es heute so ein bisschen meinen Tag rettet. Ich zeige euch mal die erste Übung. Ach nein, das ist noch gar nicht. Das ist noch die Erklärung, warum die Übungen so gut funktionieren. Also es geht viel halt über die Körperhaltung und über Bewegung. Suchen wir uns doch mal. Hier, Übung Nummer 1. Kopf hoch. Das ist die wichtigste Übung und sie ist ganz einfach. Du weißt doch, wie das geht. Nimm einfach den Kopf hoch. Du musst nur deinen Muskeln und deine Halswirbelsäule erlauben, sich etwas zu strecken und dein Kinn dabei anzuheben. Wenn wir anderen Menschen Mut und Hoffnung machen wollen, benutzen wir diese Redewendung. Kopf hoch. Irgendwie scheinen wir instinktiv zu wissen, dass diese Körperhaltung mental und emotional wirklich hilft. Also nimm einfach den Kopf hoch, bei jeder Gelegenheit. Schon morgens beim Aufstehen, tagsüber und vor allem dann, wenn du merkst, dass wieder ein Durchhänger kommt. Also werde ich jetzt einfach versuchen, in der nächsten Stunde ganz extrem darauf zu achten, den Kopf oben zu tragen. Und dann ist hier immer noch mal so ein bisschen erklärt, also warum diese Übung hilft, warum die in das Buch aufgenommen wurde. Und dann geht es weiter mit Übung 2, die ich dann um 9 mache. Ich habe mir übrigens Wecker gestellt, um das nicht zu vergessen. Und jetzt schaue ich erstmal, dass ich den Kopf hochnehme. So, es wird Zeit für die zweite Übung. Es ist jetzt kurz nach 9. Also ich muss sagen, es ist immer wieder, man muss sich immer wieder daran erinnern, dann diese Übung auch umzusetzen, also den Kopf wirklich hochzunehmen. Und es ist so eine Mühveränderung, aber es fühlt sich wirklich gut an. Nein, ich habe keinen Corona. So, jetzt gucken wir mal, was Übung Nummer 2 ist. Brust raus. Nicht so eine einfache Übung, die kannst du auch einfach die Brust ein wenig herausstrecken. Nun gut, dann werden wir jetzt mal eine Stunde lang darauf achten, die Brust rauszustecken und den Kopf weiterzuheben. Wenn man sowas macht, wie jetzt gerade so ein Experiment, merkt man erstmal, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist nämlich schon wieder eine Stunde rum. Also jedenfalls gleich, aber gleich habe ich nicht Zeit, deswegen muss ich es 5 vor 10 machen. Und zwar machen wir jetzt Schlürfatmen. Schlürfatmen ist toll und auch ganz einfach. Du musst nur deine Lippen spitzen, so als ob sie einen Strohhalm umschließen würden. Und nun atme durch diesen Strohhalm die Luft tief ein, langsam und genussvoll, mindestens 6-mal hintereinander. Das Ausatmen geht dadurch ganz leicht und selbstverständlich. Stell dir dabei vor, was du alles einatmen möchtest. Ruhe, Gelassenheit, Kraft. Stell dir dabei kleine, funkelnde Wasserperlen vor, die du genüsslich aufsaugst. Fange morgens beim Aufstehen mit Schlürfatmen an, blalala. Okay. Schlürfatmen. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich das vormachen sollte. Wie ein Strohhalm. Ich
Ich nehme an, dass diese Atemtechnik irgendwas mit einem machen soll. Ich fand es jetzt nicht so angenehm. Da hat mir das Kopf hoch und Brust raus irgendwie mehr gebracht als das Schluffatmen gerade. Aber dafür ist das ja da, dass ich herausfinde, was davon mir hilft und was nicht. Das Schluffatmen war jetzt, glaube ich, nicht so meins. Entschuldigt mein Haarmess, aber es ist Sonntag. Da muss es erlaubt sein. Ich muss nachher meine Haare machen. Also ich habe jetzt nicht jede Stunde jede Übung mit abgefilmt. Heute ist ein sehr, sehr schwieriger Tag. Es ist grau, es regnet, es ist kalt. Es sind schon mehr als 2 Wochen Quarantäne. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass einige Übungen verstärkt helfen. Ich glaube, das ist ja auch was sehr Individuelles, welche Übungen funktionieren. Oder besser funktionieren als andere. Was ich aber auf jeden Fall halt sagen kann, ist, indem man halt diese Übung macht, unterbricht man ja gerade das Gedankenkarussell, das man hat, die Gefühle, die man hat, die Tätigkeit, die einem vielleicht gerade angenervt hat. Deswegen, das funktioniert tatsächlich schon mal sehr, sehr gut. Und manche Sachen sind auch einfach lustig zu machen oder fühlen sich gut an. Und dadurch muss man dann einfach lachen und fühlt sich tatsächlich besser. Ich werde jetzt noch die letzten 3 Übungen des Tages auf jeden Fall machen. Und was ich mir überlegt habe, ist, es gab ja vorne so eine Übersicht, wo alle Übungen aufgezählt waren. Am Ende des Videos sage ich euch auch nochmal, was so meine Lieblingsübungen waren. Und diese Übersicht, die werde ich mir jetzt gleich kopieren, mehrfach, und mir an verschiedene Stellen der Wohnung hängen, in mein Portemonnaie packen, vielleicht auch einmal abfotografieren, dass ich es im Handy habe. Und immer wenn ich der Meinung bin, ich bräuchte mal wieder so eine Übung, um mir dann halt da entsprechend eine raussuchen zu können. Und ich glaube, ich mache es auch nochmal so, dass ich mir einen Tag lang eine Übung vornehme und dann jeden Tag immer mal wieder, wenn ich dran denke, diese eine Übung dann mache. Also alles in allem kann ich sagen, dass mir der Tag sehr gut gefallen hat mit den Übungen. Halt auch mal wieder dieses ganz bewusst, immer zur vollen Stunde was für sich zu tun oder halt erstmal zu schauen, okay, wie geht's mir gerade und wie geht's mir, nachdem ich die Übung gemacht habe. Das fand ich sehr cool. Und ich zeige euch jetzt nochmal, welche so meine Lieblingsübungen waren, wo ich sage, ja, das hat richtig total was verändert. Ich verlinke euch das Buch auf jeden Fall mal unten in der Infobox. Ist gar nicht teuer. Vielleicht will der ein oder andere das einfach auch mal ausprobieren. Also für mich waren tatsächlich am besten so diese Übungen, wo man auf seine Körperhaltung geachtet hat, also Kopf hoch und Brust raus. Auch hier dieses Strecken und Dehnen und Arme schwingen. Also das fand ich gut, weil man sich mal ein bisschen bewegt hat, anders bewegt hat. Das fand ich gut, weil dadurch halt auch automatisch die Atmung verbessert wird. Hüftschwung fand ich auch sehr, sehr, sehr geil. Lächeln ist auch schön, aber manchmal schwierig. Und dieses breitbeinig Sitzen fand ich tatsächlich auch ausgesprochen gut. Ja, und ich habe mir das jetzt, wie gesagt, kopiert und werde mir das so ein bisschen in der Wohnung hinhängen und immer mal wieder dann so, wenn ich dran vorbeikomme, mir eins aussuchen und eins davon machen. Ich hoffe, der kleine, etwas andere Vlog hat euch gefallen. Wenn ihr in nächster Zeit gerne nochmal einen Vlog sehen wollt, dann schreibt es jetzt sehr, sehr gerne in die Kommentare und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann!